Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut herzlich gegrüßt zu einer weiteren Predigt, die von der Kirche des ewigen Gottes produziert wird. Ich möchte heute einmal über das Wirken des Heiligen Geistes sprechen. Nicht unbedingt darüber, wie man den Heiligen Geist erhält oder was der Heilige Geist nicht ist, sondern wie sich die Auswirkung des Heiligen Geistes in Ihrem Leben manifestieren kann. Zunächst einmal möchte ich Ihnen die Frage stellen, was ist oder bewirkt der Heilige Geist? Wenn man ihn beschreiben könnte, was wäre vielleicht das vornehmste Attribut, das vornehmste Merkmal, das sich auf den Heiligen Geist beziehen würde? Nun schauen wir uns einmal in 2. Timotheus Kapitel 1 an, wie hier die Wirkung des Heiligen Geistes beschrieben wird. 2. Timotheus Kapitel 1, angefangen in Vers 6. Da heißt es, in 2. Timotheus 1, angefangen Vers 6, aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, sagt Paulus Timotheus, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Also hier wird die Gabe Gottes, wie wir sehen werden, der Heilige Geist angesprochen, der unter anderem dadurch in Timotheus war, dass Paulus ihm die Hände auflegte. Denn, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Und dann heißt es weiter, und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Also hier wird das vornehmliche Attribut des Heiligen Geistes beschrieben, die Kraft oder die Macht Gottes. Gottes Geist, der uns nach Reue und Glaube, nach Taufe und dem Auflegen der Hände durch einen ordinierten Geistlichen der Kirche Gottes gegeben wird, ist ein Gott der Kraft. Und diese Kraft wird ausdrücklich die Kraft Gottes genannt. Schauen wir uns Römer an, Kapitel 15. Römer, Kapitel 15. Und in Vers 13. Römer Kapitel 15 und Vers 13. Da heißt es, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also hier wieder wird deutlich gemacht, dass uns der Heilige Geist Kraft oder Macht, wenn man das so sagen will, geben kann. In Apostelgeschichte 1, kehren wir zurück zur Apostelgeschichte 1, da verspricht nämlich Christus den Jüngern erneut die Gabe des Heiligen Geistes. Das war ja nach der Auferstehung Christi, aber vor seiner Himmelfahrt. In Apostelgeschichte 1, angefangen Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt, denn Johannes, hier ist die Bezugnahme auf Johannes den Täufer, denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und wir wissen ja dann, dass später zur Zeit des Pfingstfestes dann der Heilige Geist den Jüngern gegeben wurde. Aber was sollte das vornehmlichste Merkmal sein, dass die Jünger erhalten würden, wenn sie den Heiligen Geist erhalten würden? Nun lesen wir Vers 8 im gleichen Kapitel. Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und wenn wir zurückkehren zum Buch Lukas, zum Ende des Buches Lukas, dann finden wir, dass Christus damals den Jüngern vor seiner Kreuzigung genau das Gleiche gesagt hat. Oder vielmehr, hier ist es auch nach seiner Kreuzigung, aber vor seiner Himmelfahrt. Lukas 24 und Vers 49, da heißt es hier, und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Also hier lesen wir wiederum, dass das vornehmlichste Merkmal des Heiligen Geistes die Kraft Gottes ist. Nun, diese Lehre befindet sich bereits schon im Anfang des Buches Lukas. Kehren wir zurück zu Lukas Kapitel 1 und lesen wir von der Verkündigung des Engels an Maria.
als ihr mitgeteilt wurde, dass sie Jesus Christus zur Welt bringen würde. In Lukas 1 und Vers 35 heißt es: Der Engel antwortete und sprach zu ihr, zu Maria: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Nun, diese selbe Kraft Gottes würde auch in Johannes dem Täufer wirken. Und es war auch die gleiche Kraft, die damals in dem alttestamentlichen Propheten Elia gewirkt hat. In Lukas 1 und Vers 17 lesen wir: Und er, Johannes der Täufer, wird vor ihm, vor Jesus Christus, hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Und was würde diese Kraft, dieser Geist Gottes bewirken? Zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und diese damalige Aufgabe von Johannes dem Täufer, das physische Volk auf das erste Kommen Jesu Christi vorzubereiten, findet sich heute wiederum als eine Aufgabe der Kirche Gottes, das Volk auf die Wiederkehr, auf das zweite Kommen Jesu Christi vorzubereiten. In der Hoffnung, dass einige die Wahrheit, das Evangelium hören werden, darauf reagieren werden, sich bekehren werden und dann auch die Gabe, die Kraft des Heiligen Geistes erhalten können. Denn schauen Sie, diese selbe Kraft, von der hier die Rede ist, die soll auch in den Jüngern Jesu Christi wirksam sein. Im Buch Epheser lesen wir im dritten Kapitel, Epheser Kapitel 3, angefangen Vers 14. Epheser Kapitel 3 und angefangen in Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Gottes erkennen oder die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, hier wiederum wird die Kraft, die Macht Gottes angesprochen, der kann also überschwänglich tun über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist also diese selbe Kraft Gottes, die in uns wirken kann, die uns befähigt, Gott mehr und mehr ähnlicher zu werden, mehr und mehr seinen Charakter anzunehmen, den er hat. Schauen wir uns dies im 2. Petrusbrief an. 2. Petrus in Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1 und die Verse 3 und 4. Da sagt Petrus: Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, schauen Sie, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde in der Welt. Es geht darum, Anteil zu erhalten an der göttlichen Natur, etwas, was geschehen kann, wenn die Kraft des Heiligen Geistes in uns wohnt. Und wenn wir in dieser Gesinnungsänderung fortfahren, das heißt, wenn wir es zulassen, dass Gott in uns die göttliche Natur schafft, dann, so heißt es, wird uns Gott der Vater ebenso durch seine Kraft auferwecken, wie er damals Jesus Christus durch seine Kraft auferweckt hat. 1. Korinther, Kapitel 6.
1. Korinther, Kapitel 6 und in Vers 14. 1. Korinther, Kapitel 6 und Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt. Also Gott der Vater hat den Herrn Jesus Christus auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Paulus hätte hier auch schreiben können, durch den Heiligen Geist. Es wäre die gleiche Aussage gewesen, denn die vornehmliche Charaktereigenschaft, wollen wir einmal sagen, des Heiligen Geistes, das vornehmliche Merkmal ist eben die Kraft Gottes. Das heißt also wiederum, dass Gott dies durch seine Kraft tut. Das heißt, die Kraft des Geistes, die in uns wohnen muss. Schauen wir uns dies noch einmal in Epheser an, Kapitel 1. Epheser, Kapitel 1, die Verse 18 bis 21. Epheser, Kapitel 1, angefangen in Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennet, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, damit er in Christus oder mit der er in Christus gewirkt hat, durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrlichkeit, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Wir sehen, dass Gott der Vater dies alles tat durch seine Kraft und dass er mit der gleichen Kraft, mit der er Jesus Christus auferweckt hat von den Toten, auch uns, in denen Gottes Geist wohnt, auferwecken wird von den Toten zur Zeit der Wiederkehr Jesu Christi. Lesen wir Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8 und Vers 11. Römer Kapitel 8 und Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Aber wir lasen gerade, dass er dies durch seine Kraft tun wird, sodass also klar ist, dass hier von dem Geist der Kraft die Rede ist. Schauen wir uns einmal an, auf welche Weise Gott die Erde erschuf und auch wiederherstellte nach der Zerstörung der Erde. In Jeremia Kapitel 10. Jeremia Kapitel 10. Und wir lesen die Verse 10 und 12. Jeremia Kapitel 10 und die Verse 10 bis 12. Aber der Herr ist der wahrhaftige Gott, der lebendige Gott, der ewige König. Vor seinem Zorn bebt die Erde und die Völker können sein Drohen nicht ertragen. So sagt nun zu ihnen, die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, müssen vertilgt werden von der Erde und unter dem Himmel. Er aber hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Erdkreis bereitet durch seine Weisheit und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Schauen Sie, wenn Gott diese Kraft nicht hätte, dann hätte er auch die Erde nicht erschaffen können. Aber Kraft alleine ist auch nicht genug. Es muss diese Kraft gekoppelt sein mit Verstand, mit der Weisheit Gottes. Denn sonst könnte ja Kraft oder Macht total missbraucht werden. Und so wird hier also zum Ausdruck gebracht, dass Gott die Erde schuf mit seiner Kraft, aber auch ausgehend von seinem Verstand und seiner Weisheit. Wie gesagt, Gott erschuf alles durch seinen Geist, oder wir könnten jetzt auch sagen, durch seine Kraft, durch seine Macht. Im Buch Hiob lesen wir in Kapitel 26, Hiob Kapitel 26, die Verse 12 und 13. Hiob Kapitel 26, die Verse 12 und 13. Da heißt es, durch seine Kraft hat er das Meer erregt
Und durch seine Einsicht hat er Rahab zerschmettert, ein nicht näher identifiziertes Monster hier der Urzeit, wie es heißt. Es heißt hier, durch seine Kraft hat er das Meer erregt, Vers 13, am Himmel wurde es schön durch seinen Wind und seine Hand durchbohrte die flüchtige Schlange. Nun, das Wort Wind im Hebräischen heißt Ruach. Und das Wort Ruach kann sowohl Wind als auch Geist bedeuten. Und so haben andere Übersetzungen auch hier, dass er dies durch seinen Geist tat, nicht durch den Wind, sondern durch seinen Geist. Dies zeigt uns aber auch etwas über den Geist Gottes. Er wird hier mit Wind verglichen. Aber die Idee ist ein kräftiger, ein gewaltiger Wind, der große Macht hat. Johannes spricht später über eine Aussage Jesu Christi, die er dann dem Nikodemus gegenüber gemacht hat, wo ebenfalls der Geist mit dem Wind verglichen wird. Aber zurückgehend jetzt zu Hiob Kapitel 33, lesen wir Vers 4. Hiob Kapitel 33 und Vers 4. Da heißt es, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Also hier wird auch wiederum der Geist Gottes mit dem Odem oder dem Atem verglichen. Wie also der Atem, geht auch der Geist von Gott aus, kommt von Gott. Nun, wir kennen alle das berühmte sogenannte Vaterunser-Gebet, das wir ja in Matthäus Kapitel 6 finden. Und da gibt es eine Stelle in diesem Gebet, die vielleicht, wenn man sich nicht genau darauf konzentriert, sehr leicht übersehen werden könnte. Aber schauen wir sie uns einmal an, hier in Matthäus Kapitel 6 und was hier in Vers 13 geschrieben steht. Matthäus Kapitel 6 und Vers 13. Es heißt hier, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dein ist die Kraft. Das heißt, alle Kraft, alle Macht, die es gibt, gehört Gott. Gott ist ihr Besitzer, wenn man dies so sehen will. Sie kommt von Gott. Sie kann allein nur von Gott herrühren. Lesen wir nun einmal eine interessante Stelle im Matthäus-Evangelium in Kapitel 26. Matthäus 26. Und fangen wir an zu lesen. In Vers 62. Es geht hier um die Verhörung Jesu Christi vor dem Hohenpriester, vor seiner Kreuzigung. Und die hatten ja jetzt von vornherein vor Christus zu ermorden. Und die ganzen Dinge, die hier stattfanden, waren ja lediglich dazu angetan, den Schein zu wahren. Und so heißt es hier in Vers 62. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Da waren also Zeugen gekommen, die haben alle Anklagen erhoben, aber die Anklagen stimmten nicht überein. Und nach dem Gesetz, das damals im Judentum herrschte, gab es insoweit gar keine richtige legale Anklage. Wenn es nämlich nicht zwei Zeugen gaben, zumindest, die übereinstimmten mit den Anklagen, gab es rechtlich gesehen gar keine Anklage. Sodass Christus auch sich gar nicht zu verteidigen brauchte. Da war nichts, was er hätte vorbringen brauchen, denn es war noch nicht einmal eine juristische Anklage vorhanden. Aber das war ja alles eine Geschichte, die ja lediglich dazu dienen sollte, den Schein zu wahren, wie ich sagte. Es erinnert mich so ein bisschen an, wenn Sie sich daran erinnern können, diese rechtlichen Prozeduren, die im Dritten Reich stattfanden, unter diesem schrecklichen Richter Freisler, wo da die Angeklagten vor ihn gebracht wurden, der hat die ja gar nicht zur Rede kommen lassen. Es war ja alles ein Schauprozess. Und dieser Richter ist ja nachher dann auch bei einem Bombenattentat umgekommen. Aber hier geht etwas Ähnliches vor. Er sagt, dieser Hohepriester in Vers 62, sagst du nichts hierauf. Vers 63, aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Er hätte sagen können, ihr werdet den Menschensohn sehen, zur Rechten sitzen, zur Rechten Gottes. Aber er sagt hier, zur Rechten der Kraft. Er identifiziert Gott, den Vater, mit
der Kraft, der Macht. Schauen Sie, Gottes Geist der Kraft geht von Gott aus, weil Gott Kraft ist. Wir hatten ja gelesen, alle Kraft, alle Macht gehört Gott. In Römer Kapitel 1 und Vers 20. Römer Kapitel 1 und Vers 20. Da lesen wir, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie, diejenigen, die an die Evolutionslehre glauben und die meinen, alles habe sich so zufällig entwickelt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Alle diese Wissenschaftler, die heute Gott ablehnen, die gar nicht an Gott glauben, die meinen, man könne die Erschaffung des Menschen auf diese unsinnige Weise erklären, die haben laut Bibel keine Entschuldigung für diesen Unfug. Denn die Wahrheit Gottes, die Kraft Gottes, seine gewaltige Macht kann aus seinen Werken ersehen werden, wenn man sie wahrnimmt. Aber sie haben natürlich diese Erkenntnis abgelehnt. Das gleiche wird auch über Christus in 1. Korinther 1 gesagt. 1. Korinther 1 und Vers 24. Schauen Sie, es geht nicht nur um die Kraft und Wahrheit oder Herrschaft Gottes des Vaters, sondern das gleiche gilt auch für Jesus Christus, der ja ebenfalls Gott ist, wie wir dies in früheren Predigten gesehen haben. 1. Korinther 1 und Vers 24. Da lesen wir, dass Paulus Christus predigt. In Vers 24, denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft. Wir predigen Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Nun, er sagt, die Juden und die Griechen lehnen dies ab. Aber die, die berufen sind zur Erkenntnis, verstehen das. Paulus predigt Christus als Gottes Kraft. Mit anderen Worten, Christus besitzt die Kraft Gottes. Schauen wir uns in Hebräer 1 und Vers 3 an, was hierüber gesagt wird. Hebräer 1 und in Vers 3. Er, Jesus Christus, ist der Abglanz seiner, Gottes des Vaters, Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Alle Dinge, das beinhaltet alles. Das beinhaltet das gesamte physische Universum, das wir heute nur im kleinsten Ausmaße sehen können. Christus trägt dies alles, bewahrt dies alles durch sein kräftiges Wort. Die gute Nachricht übersetzt diese Stelle wie, durch sein kräftiges Wort hält er das Weltall zusammen. Und andere Übersetzungen sagen, durch sein Wort der Kraft hält er das Weltall zusammen, andeutend, dass es Gottes Kraft ist, die dies bewirkt. Schauen wir uns auch 2. Korinther 13 an. 2. Korinther 13 und Vers 4. 2. Korinther 13 und Vers 4. Denn wenn er auch gekreuzigt worden ist in Schwachheit, so lebt er doch in der Kraft Gottes. Und wenn wir auch schwach sind in ihm, so werden wir uns doch mit ihm lebendig erweisen an euch in der Kraft Gottes. Schauen Sie, die Kraft Gottes, die in Christus war, die in Elia war, die in Johannes dem Täufer war, die kann auch in uns sein, sagt Paulus hier. Gott weckte den toten Christus durch seinen Geist der Kraft auf und so lebt Christus in dieser Kraft. Christus ist diese Kraft, er besitzt diese Kraft, aber dasselbe kann und soll auch für seine Jünger gelten. Philipper Kapitel 3, Philipper Kapitel 3, angefangen in Vers 10. Ihn, sagt Paulus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Also Paulus verstand, dass diese Kraft Gottes, die dazu führte, dass Jesus Christus auferweckt werden konnte, auch in Christen heute wohnen soll.
Das heißt, der Geist Gottes, der ein Geist der Kraft ist, muss heute bereits in uns leben und uns leiten und uns führen. 2. Korinther 12. 2. Korinther 12, angefangen in Vers 7. 2. Korinther 12 und angefangen in Vers 7. Das ist eine sehr interessante Stelle, denn hier wird Paulus beschrieben, der sehr ungewöhnliche Visionen hatte, der sogar Dinge hörte, wie er selbst sagt, die kein Mensch weitergeben kann. Und weil Paulus diese ungewöhnlichen Visionen hatte, bestand natürlich auch die Gefahr, dass er sich vielleicht deshalb stolz fühlen könnte, überheblich werden könnte. Und Gott hat dies gewusst. Und so heißt es hier in Vers 7, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Es geht ja scheinbar irgendwie um eine Krankheit, die ihm zugefügt worden war. Und es erinnert so ein wenig an Hiob, der auch krank wurde durch Satan. Und Gott hatte dies zugelassen. Aber Satan hat ihn krank gemacht, buchstäblich, um ihm seine Selbstgerechtigkeit vor Augen zu führen. Und Satan hat dies nicht getan, der wusste das nicht so recht, aber Gott hat dies zugelassen, damit Hiob seine Selbstgerechtigkeit erkennen konnte. Und etwas Ähnliches scheint hier auch mit Paulus vorzulegen. Gott hat dies zugelassen, dass er krank wurde, sodass er sich nicht überheben konnte, aufgrund dieser gewaltigen Offenbarungen und Visionen, die er erhalten hatte. Und so schreibt er ja auch in Vers 8, seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Es ging darum, dass Paulus erkennen musste, dass er von sich aus nichts, absolut nichts bewirken konnte. Er wurde immer wieder an seine eigene Schwachheit erinnert, durch diese Krankheit, die hier nicht näher beschrieben wird, die er hatte. Und er kannte dadurch auch die Tatsache, dass Jesus Christus die Kraft des Heiligen Geistes in ihm wohnen musste, ihn motivieren musste, ihn leiten musste. Eine ständige Erinnerung, dass er erkennen sollte, dass es um die Kraft Gottes geht, die uns motivieren muss. Nicht um unsere eigene Kraft, um unsere eigene Macht, um unsere eigenen Eigenschaften und Talente. Schauen wir uns noch kurz ein paar weitere Stellen an, die uns aufzeigen, was der Geist Gottes, dieser Geist der Kraft, bewirken kann. Zurückgehend zu Lukas Kapitel 5, finden wir eine interessante Stelle, die sich auf Jesus Christus und seine Jünger bezieht. Lukas Kapitel 5 und in Vers 17. Es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrter da saßen. Also Pharisäer und Schriftgelehrte saßen da, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Einige lesen über solche Stellen gleich hinweg und verstehen nicht ihre Bedeutung. Schauen Sie, Jesus Christus war ein Mensch. Er war Gott gewesen. Seit aller Ewigkeit, ein Gottwesen, er hatte sich seiner Gottheit entäußert, er wurde ein Mensch, total ein Mensch, aus Fleisch und Blut bestehend, so wie Sie und ich. Und von sich aus konnte er auch nichts bewirken. Er konnte nicht heilen, es sei denn, die Kraft Gottes war mit ihm. Die Kraft Gottes des Vaters. Und in dieser Stelle heißt es, die Kraft Gottes war mit ihm, sodass er heilen konnte. Schauen wir uns Lukas Kapitel 6 und Vers 19 an. Lukas Kapitel 6 und Vers 19. Alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Aber wo kam die Kraft her? Von Gott, dem Vater. Lukas Kapitel 8 und Vers 43. Lukas Kapitel 8 und Vers 43. Eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Und sie hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Und wie war es das heute auch in so vielen Fällen, wo Menschen krank sind und sie gehen ins Krankenhaus und werden von Ärzten betreut und geben ihr ganzes Geld aus, um von denen geholfen zu werden und können keine Hilfe erlangen. Das war hier ein ähnlicher Fall.
Vers 44. Und sie trat von hinten an Christus heran und berührte den Saum seines Gewandes, und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus fragte: Wer hat mich berührt? Als es aber alle abstritten, sprach Petrus: Meister, das Volk drängt und drückt dich. Mit anderen Worten: Wer hat mich berührt? Ich meine, du wirst von allen Leuten hier gedrängt und gedrückt. Wie kannst du eine solche Frage stellen? Wer hat mich berührt? Aber Jesus sprach: Es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Die Kraft zu heilen. Die Kraft des Heiligen Geistes, die in ihm gegeben wurde von Gott dem Vater, ging von ihm aus, um eine solche Heilung zu bewirken. Und zwar scheinbar automatisch. Christus hatte zwar bemerkt, dass er berührt worden war von dieser Frau, aber ansonsten hatte er nichts dazu getan. Es war also eine Kraft, die von Christus ausging. Und der Heilige Geist wird ja auch mit Wasser verglichen, der aus einer Quelle fließt, der in eine andere Quelle hineinfließen kann und dann von dort wieder herausfließen kann. Wie auch Elektrizität etwas ist, das sich ja von einer Quelle heraus dann verbreitet. Es ging also die Kraft Gottes aus, die in Christus war, um andere zu heilen. Schauen wir uns die Parallelstelle an hier zu dieser Episode in Markus Kapitel 5. Markus Kapitel 5, angefangen in Vers 25. Da wird die Sache vielleicht noch etwas deutlicher. Markus Kapitel 5, angefangen in Vers 25. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur noch schlimmer mit ihr geworden. Auch heute kann man ja vielfach sagen, wenn jemand krank ins Krankenhaus geht, der kommt kränker wieder heraus. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich geheilt, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes, und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und er wandte sich um in der Menge und sprach: Wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, dass sich die Menge umdrängt, und fragst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Denn sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Schauen Sie, Glaube war erforderlich. Diese Frau glaubte, dass wenn sie Christus berühren könnte, sie gesund werden würde. Und so sagt Christus hier: Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Das war also nicht nur eine vorübergehende Stillung des Blutes, das war eine permanente Heilung. Und Christus bestätigt dies hier: Sei gesund für alle Zeit von deiner Plage. Schauen wir uns auch etwas in Apostelgeschichte 10 an. Und wir werden feststellen, dass diese Episoden sich nicht nur auf Christus beziehen müssen. Apostelgeschichte 10, angefangen in Vers 37. Da heißt es zunächst aber einmal, wie überhaupt Jesus Christus eine solche Kraft haben konnte, zu heilen. Apostelgeschichte 10, Vers 37. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist. Angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Schauen Sie, Gott war mit ihm. Gott salbte ihn mit Kraft. Und das war die einzige Möglichkeit, warum Christus, der hier als Mensch lebte, andere Menschen gesund machen konnte.
Diese Stelle hier scheint auch anzudeuten, dass Christus, in dem ja der Heilige Geist seit Mutterleib, seit der Zeugung wohnte, das lesen wir in anderen Stellen, hier bei seiner Taufe durch Johannes, als der Geist wie eine Taube auf ihn herabschwebte, spezielle Kraft empfing, Wunder zu vollbringen, zu heilen. Hier werden ja sowohl der Heilige Geist und Kraft spezifisch erwähnt. Und so ist es richtig, dass der Heilige Geist spezifische individuelle Gaben verleihen kann. In 1. Korinther Kapitel 12 wird dies deutlich. Nicht jeder, der den Heiligen Geist besitzt, hat die gleichen spezifischen Kräfte, aber nicht in ungewöhnlicher Weise. In 1. Korinther 12, angefangen Vers 9, wird hier von spezifischen Gaben geredet. Und es heißt hier, dass der Geist einem anderen Glauben gibt und er erhält Glauben in demselben Geist. Und zwar ist hier ein ganz gewaltiger Glaube gemeint. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist. Man könnte sagen, die Gabe der Heilung. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede und so weiter und so fort. Also hier gibt es individuelle Gaben, die der Geist den Jüngern geben kann. Und einige haben eben mehr von diesen Gaben, wie zum Beispiel die Gabe der Heilung. Es scheint in der Bibel deutlich zum Ausdruck zu kommen, dass Petrus diese gewaltige Gabe der Heilung hatte. Schauen wir uns einmal an in Apostelgeschichte 5, was sogar die Menschen von ihm erwarteten. Nun, das ist nicht unbedingt heute für alle Diener Gottes der Fall. Aber wir sehen hier, dass es damals der Fall war und möglicherweise auch wieder in der Zukunft sein könnte. Apostelgeschichte 5 und Vers 15, da heißt es, dass die Kranken sogar auf die Straßen hinausgetragen wurden und sie auf Betten und Bahren gelegt wurden, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Also der Glaube herrschte scheinbar aufgrund von Erfahrung, dass wenn der Schatten des Petrus sogar auf einige der Kranken fiele, dann würden die geheilt werden. Nun, in Apostelgeschichte 3 wird aber deutlich, dass eine solche Kraft natürlich nicht in Petrus war, weil Petrus so ein wunderbarer, herrlicher Mensch war. Darum ging es keineswegs. In Apostelgeschichte 3 lesen wir von einer solchen Krankenheilung, aber schauen wir auch uns an, was Petrus hier dazu zu sagen hat. Apostelgeschichte 3, angefangen Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleib. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach sie uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfange. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, und er sprang auf, und er konnte gehen und stehen, und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben, und sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk. Und schauen Sie, im Gegensatz zu einigen, die heute ein solches Geschehnis verwenden würden, um sich selbst dann irgendwie in einer Form dann Lob zuzusprechen, sagte Petrus hier ganz etwas anderes. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte.
Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Mit anderen Worten, Petrus sagt hier, es ist durch die Kraft Gottes geschehen, durch die Kraft Christi. Aber er benutzt diese Gelegenheit auch, all den Leuten dazu zu sagen, was für einen schrecklichen Mord sie begangen haben an Christus. Der war also keineswegs in irgendeiner Form beschämt und hat sich nicht getraut, dies zum Ausdruck zu bringen. Das hat ihm natürlich auch dann Probleme bereitet in Apostelgeschichte 4, angefangen in Vers 5. Und als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Hohenpriester Geschlecht waren, und sie stellten sie, also jetzt diese Apostel Petrus und Johannes, die haben sie nämlich jetzt gefangen genommen, weil hier ein solcher Auflauf geschehen war und weil sie natürlich den Namen Jesu Christi verkündeten, der den Hohepriestern und den Pharisäern ein Greuel war. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft, die verstanden, dass es hier um Kraft ging, aus welcher Kraft oder in welchem Namen, mit anderen Worten, die verstanden auch, dass dies identisch war. Habt ihr das getan? Habt ihr diesen Menschen geheilt? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Aber Petrus hört nicht auf mit seiner Predigt. Er fährt fort. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und dann geht er richtig zur Sache. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und dann sahen sie den Freimut, wie es hier heißt, von Petrus und Johannes, und sie entsetzten sich sehr, sie wunderten sich. Aber in Vers 14 heißt es, sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Aber dann geboten sie in Vers 18 den Jüngern, nicht mehr weiter zu lehren in dem Namen Jesu. Also ein direktes Gebot von der Staatsgewalt, ihnen mitgegeben, jetzt aufzuhören zu predigen. Vers 19. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es von Gott recht ist oder vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und dann wurden sie weiter bedroht, wurden entlassen und sie hörten nicht auf, das Evangelium Gottes zu verkünden. Aber wie wir gesehen haben, machen Petrus und Johannes deutlich, es war durch die Kraft Gottes, durch die Kraft Jesu Christi, dass dieser Mensch geheilt worden war. In Apostelgeschichte 19 finden wir noch eine weitere interessante Episode, wie Heilung damals zustande kommen konnte. Apostelgeschichte 19 und Vers 20. Oder angefangen zunächst einmal in Vers 11. Da heißt es, und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. Also es war Gott, der diese Taten bewirkte. Vers 12. Und so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen. Und die bösen Geister fuhren aus. Und jetzt Vers 20. Und so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Hier wurden sogar sogenannte Einsalbungstücher verschickt. Wenn die Prediger, wenn der Paulus nicht selbst an die Menschen herankonnte, wurden Tücher, die er getragen hatte oder Teile seiner Kleidung, verschickt. Und Heilung wurde dadurch erlangt. Dies ist heute nach wie vor eine Methode der Kirche Gottes, wenn die
aufgefordert wird, von Menschen, die krank sind, Heilung zu bringen. Dann können also auch solche Tücher verschickt werden, aber es geht auch noch um etwas anderes. In Jakobus Kapitel 5 lesen wir eine klare Anordnung von Jakobus, was wir tun sollen, wenn wir krank sind, was wir tun können, will ich einmal sagen. Jakobus Kapitel 5, angefangen in Vers 13. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn, wiederum ausgehend und Bezug nehmend auf die Kraft Gottes? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden, wenn man also etwas gegen seinen Bruder, seine Schwester hat, soll man mit denen ins Reine kommen, und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und deswegen schicken wir manchmal auch Gebete aus oder verkünden in der Gemeinde, wenn jemand gesund werden will, weil er eben krank ist. Aber das ist nicht nur leeres Gerede. Schauen Sie, was Jakobus weiter sagt. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Man muss natürlich auch daran glauben, dass das, worum wir beten, in Erfüllung geht. Elia, schauen, wir hatten von Elia ja gehört, dass er durch die Kraft Gottes gewisse Dinge tat. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Jakobus sagt, da gab es gar keinen Unterschied zwischen dem Elia und zwischen uns heute. Der war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Schauen Sie, kein Unterschied bestand. Aber Elia hatte die Kraft Gottes, und er glaubte an diese Kraft. Er glaubte, dass Gott ihn hören würde, wenn er betete. Und im gleichen Zusammenhang sagt Jakobus hier, wenn ihr krank seid, tut, was hier geschrieben steht, und ihr werdet geheilt werden. Schauen Sie, in meiner Position als Prediger habe ich durchaus viele Leute eingesalbt, Jahre hindurch. Und in vielen Fällen hat sich eine Verbesserung ergeben, aber nicht spektakulär, sondern in den meisten Fällen allmählich. Aber ich habe auch Erlebnisse gehabt, wo sofort jemand im Zeitpunkt der Einsalbung geheilt wurde. Sie brauchen mir das nicht abzunehmen, Sie brauchen mir das nicht zu glauben, ich habe es erfahren, ich habe es gesehen. Gott ist derselbe und seine Kraft ist nach wie vor gegenwärtig. Schauen Sie, das Buch der Apostelgeschichte beschreibt die Geburt der neutestamentlichen Kirche, die Jünger natürlich dann in die Kirche brachte zu Pfingsten, als sie den Heiligen Geist erhielten. Die Kraft Gottes. Schauen Sie, die Kirche hat heute den Auftrag, das Evangelium Gottes zu verkünden. Es soll deutlich gemacht werden, dass dies nicht durch menschliche Kraft geschieht. Selbst die Verkündigung des Evangeliums, selbst das, was wir heute tun in der Kirche Gottes, geschieht nicht, beruht nicht auf menschlicher Kraft, sondern auf der Kraft des Geistes, die uns motivieren muss, Gott wohlgefällige Dinge zu sprechen, zu sagen, zu verkünden und insoweit auch hoffentlich dann andere zu erreichen, die dies erkennen können. Diese Kraft Gottes befähigt uns auch, seine Gebote zu halten. Schauen Sie, viele sagen heute, man brauche das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten, das Gesetz sei abgeschafft. Aber selbst im Alten Testament heißt es bereits, dass wenn jemand mit einer solchen Lehre kommt und nicht lehrt, dass man zurückkehren muss zum Gesetz Gottes, dann ist kein Licht, dann ist keine Erkenntnis in solchen Menschen. Man muss aufpassen, wenn man sogenannte Wunder sieht, dass man sich da auch nicht beirren lässt. Denn auch Satan wird als jemand beschrieben, der große Wunder vollbringen kann. Aber das sind natürlich alles lügnerische Wunder. Aber Gott sagt uns, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns nicht beirren lassen. Und man soll schon die Geister prüfen, ob sie von Gott kommen. Eine Prüfung ergibt sich, wenn wir uns Ezekiel
Kapitel 36 einmal anschauen. Denn wenn Gottes Geist in uns wohnt, dann werden wir uns bemühen. Nicht, dass wir dies perfekt tun könnten, aber wir werden uns bemühen, Gottes Gebote zu halten. Wir werden mit Sicherheit nicht verkünden, Gottes Gebote seien abgeschafft. In Ezekiel 36 lesen wir in Vers 27. Und das sagt Gott hier jetzt für alle Menschen in der Zukunft. Aber das soll für uns heute bereits natürlich schon gelten, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Er sagt, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, also ich, Gott, will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Schauen Sie, das ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Das hört sich nicht so an, als ob das Gesetz Gottes abgeschafft wäre. Im Gegenteil, Gott will, dass wir seine Gebote halten. Und durch seinen Geist der Kraft in uns können wir dies auch immer mehr und mehr. Wenn Gottes Geist in uns wohnt, werden wir aus der Kraft, in der Kraft Gottes leben können. Was bedeutet das? Was kann dies für Sie und für mich bedeuten? Schauen wir uns einmal an, was Christus selbst dazu sagt. In Matthäus Kapitel 17. Matthäus Kapitel 17 und in Vers 14. Angefangen in Vers 14. Matthäus Kapitel 17, angefangen in Vers 14. Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihnen, fiel ihm zu Füßen und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn. Denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus bedrohte ihn. Mit anderen Worten, hier war es eine Situation, wo dieser Knabe hier von einem Dämon besessen war. Und so bedrohte Jesus diesen unreinen Geist. Und der böse Geist fuhr aus von ihm. Und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Machen wir nicht den Fehler zu meinen, dass dies heute so ganz anders sei. Dass Menschen, die an sogenannten geistigen Krankheiten leiden, dies man immer auf natürliche Weise erklären kann. Und so heißt es hier weiter, da traten seine Jünger zu ihm, Vers 19, und als sie allein waren und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Schauen Sie, heute haben Prediger Gottes, die Kraft Gottes, mit Dämonen umzugehen. Ich rate jedem, der nicht ordiniert ist, jedoch davon ab. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen dies versucht haben zu tun, die aber keine Ordination erfahren hatten. Und die wurden sehr schmählich von dann solchen Menschen, die Dämonen hatten, behandelt. Aber er spricht jetzt zu seinen Jüngern, zu den Aposteln und sagt, ihr konntet dies nicht tun wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könntet ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich dorthin. So wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Wer glaubt das heute? Wer glaubt, dass es kein Hindernis gibt, das uns unmöglich ist zu überkommen, zu überwinden? Aber schauen Sie, der Grund liegt in Matthäus Kapitel 21, angefangen in Vers 18. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Und Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Mit anderen Worten, ein gewaltiges Problem
steht uns bevor. Wir können dieses Problem mit Gottes Kraft überwinden. Vers 22. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Es geht ja nicht unbedingt um spektakuläre Wunder. Gott arbeitet vielfach auf unauffällige Weise, aber mit wunderbaren Resultaten. Schauen wir uns zum Abschluss 1. Korinther 13 und Vers 2 an. 1. Korinther 13 und Vers 2. Denn die Macht, Wunder zu tun, wenn man dies so sagen will, alleine bedeutet absolut nichts. Kann sogar verwerflich sein. Wie ich sagte, andere nicht von Gottes Geist geleitet können auch Wunder vollbringen, wie es heißt, aber nicht unbedingt zum Wohle der Menschheit. In 1. Korinther 13 und Vers 2 sagt Paulus nämlich: Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, selbst sogar allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte. Er spricht also genau das an, was Christus hier gesagt hatte. Und ich hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Schauen Sie, Erkenntnis, Glaube, Kraft, Macht alleine genommen ist nicht genug. Es muss die Liebe Gottes vorhanden sein, die uns nämlich auch zeigt, wie wir diese Kraft, die wir haben können, gebrauchen sollten. Und wie wir jetzt in der nächsten Predigt sehen werden, ist Gottes Geist nicht allein ein Geist der Kraft, obwohl dies die vornehmlichste Eigenschaft des Geistes ist, sondern andere Charakteristika sind auch vorhanden, müssen vorhanden sein, damit wir die Kraft Gottes auch in richtiger Weise anwenden können, jetzt in diesem Leben und was noch viel wichtiger ist, in der Zukunft, wenn wir auferweckt werden zur Herrlichkeit, wie Jesus Christus durch die Kraft Gottes auferweckt worden ist. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes.